So, mal eben nochmal eine Folge aufnehmen. Ich hoffe mal, dieses Mal wird es nicht so laggy. Ich habe mal defragmentiert, ich habe mal noch ein bisschen mehr aufgeräumt. Und beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Nein, wir werden... Jo, mal wieder weiter zocken hier. Das Problem ist wirklich immer, ich habe keine Ahnung, mit welchen Charakter ich schon gespielt habe, mit welchen noch nicht. Oh Gott, ey. Fuck. Habe ich schon mit Bowser? Habe ich schon mit Ice Climbers? Wenn nicht, ist auch egal. Ich spiele jetzt erstmal nochmal mit den Ice Climbers. Ich weiß nicht, ob ich mit denen schon gezockt habe. Mit Bowser weiß ich jetzt auch noch nicht. Auf jeden Fall Fox, Captain Falcon und Donkey Kong. Wenn wir Ice Climbers schon mal gespielt haben, ist auch nicht so schlimm. Ist ja jetzt nicht so die Welt, als ob die Welt untergehen wird. Und ich glaube, danach haben wir auch alle eigentlich schon durch. Wartet mal eben kurz. Wir haben übrigens, ich habe gar nicht Hallo gesagt, ne? Hallo. Wir haben übrigens gerade den 13. Das heißt, es fehlt sogar nur noch einer. Ja, ich glaube, das ist sogar Bowser. Wenn ich mich nicht täusche. Oder Samus. Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. Wir nehmen mal ein Level, was wir jetzt noch nicht hatten. Nämlich Rainbow, Christ. Warum hier auch immer eine Rockmusik ist. So, Rap und so. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht allzu schlimm, wenn ich... Ich habe immer so das Gefühl, als ob ich alle schon mal hatte. Und ich, die Ice Climbers hatte ich, glaube ich, sogar schon mal. Aber wir nehmen sie einfach nochmal. Ist jetzt nicht schlimm, wenn man mal einen Charakter 2 mitspielt oder so. Auf jeden Fall müssten wir danach alle haben. Oder, halt einer oder ein oder zwei fehlen noch. Ich gucke einfach mal so danach alle Folgen mal durch und gucke, wem ich noch nicht gezockt habe. Auf jeden Fall mal gucken. Die Map ist im Übrigen immer am Bewegen. Also sie ist immer so in Bewegung. Man muss sich immer versuchen zu retten. Am Anfang ist man halt auf diesem Schiff. Das ist natürlich... Also die Map ist von Super Mario 64. Falls es einer kennt oder falls einer die Map kennt. Oder die Welt, sage ich jetzt mal. Der weiß, wovon ich rede. Die anderen haben Pech gehabt, die sollen das Spiel zocken. So. Perfekt getroffen. Donkey Kong stirb. Ich habe diesmal das Gefühl, als ob der Kampf besser wird als die anderen. Aber auf jeden Fall. Also verkacken tue ich schon mal nicht. Gleich geht's hier runter. Nur noch ein Stückchen und dann geht's wieder runter. Müssen wir aufpassen. Ich zeige jetzt irgendwie jetzt nicht alle Fähigkeiten, die man eigentlich einsetzen kann. So hier zum Beispiel die oder Eisblock oder kurz einfrieren. Weil ich die halt einfach nicht oft benutze. Ich mache halt immer Kombos und alles. Man kann zwar die Fähigkeiten einsetzen und machen. Und wieso bin ich jetzt gestorben? Was zur Hölle? Ah, ich mache die jetzt nicht so oft, weil ich finde, die machen nicht wirklich viel Schaden. Deswegen benutze ich es auch nicht. Oder selten. Hin und wieder mal vielleicht. Auf jeden Fall bin ich hier kurz vorm Krepieren. Die Musik ist schon ungewohnt in Super Smash Bros. Melee. Aber was soll's. Auf jeden Fall Donkey Kong einen dicken Hintern, das muss man mal sagen. Und kein Teamwork hier. Ich glaube, es hackt. Auf jeden Fall muss Fox jetzt erstmal sterben. Fox McCloud. Oder Donkey Kong halt zuerst, das ist mir auch eigentlich egal, ob doch einer stirbt. Und da muss ich mich retten. Nein! Der Nachteil an Ice Climbers ist, wenn die alleine sind, können sie sich nicht mehr wirklich retten. Das ist ein bisschen doof, aber was soll man machen? Und da habe ich beide besiegt. Jo, das war's.
Ich hoffe, euch hat es mir wieder gefallen. Diesmal war es ein bisschen besseres Battle. Und jo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.